Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Bekanntlicherweise war ich ja in den USA und habe da ein bisschen meinen Boxskills gefeilt. Und heute für euch werde ich ein Boxsparring von mir analysieren. Einfach um euch zu zeigen, was für ein geiler Typ ich bin und wie ich die Amis verdroschen habe. Nein, auch ich habe natürlich Fehler gemacht in dem Boxsparring. Ich habe da mit Profi-Boxern zusammengearbeitet. Ich werde das wirklich strukturiert mit euch durchanalysieren. Meine Fehler durchgehen, die Fehler des Gegners durchgehen und einfach wie man ja, mit seiner Führhand vor allem einen Kampf oder auch einen, in diesem Fall einen Boxkampf richtig, richtig stark dominieren kann. Die Analyse geht nur über eine Boxrunde, drei Minuten. In dieser Analyse sind zwei Cuts drin, einfach weil Markus gecuttet hat. Danke dafür. Nein, aber das ist immer noch die eine und dieselbe Runde. Und die gehen wir zusammen durch und ich würde einfach sagen, genug gequatscht, wir gehen direkt rein und ich analysiere mit euch zusammen das Sparring. So, und wir beginnen. Shake Hands natürlich gehört dazu und hier sieht man schon, ich arbeite mit der Führhand. Schön vorne immer mit dem Jab. Einmal, zweimal gleich direkt getroffen, er kam nicht ran. Wir gehen weiter. Wieder mit der Führhand. Ich arbeite vor und dränge ihn so zurück. Ihr habt es gesehen, ich weiche hier den Schlag aus, treffe ihn nicht, aber fokussiere gleich wieder danach. Kinn war ein bisschen oben von mir, war nicht so korrekt. Aber dann geht es gleich weiter. Hier, der Blick ist immer auf die Brust gerichtet von dem Gegner. Die eine Hand ist unten, low guard, und die andere schützt meinen Kopf. Das heißt, dass ich immer schön agieren kann. Ich arbeite immer mit der Schulter, bin flexibel und versuche mich immer zu bewegen, mit der Schulter hin und her. Hopp, hier, schön gesehen. Ich gehe mit der Schulter ans Kinn, könnt ihr jetzt direkt sehen, schütze mich, pendel hin, pendel zurück, Konter mit einem Haken vorne, mit der Führhand schon wieder. Also ihr merkt, sehr, sehr viel Beinarbeit und natürlich Head Movement, man muss sehr agil und flexibel sein. Gehe auch wieder aus der unteren Low Guard raus mit dem Jab rein und danach wieder schön gependelt, damit er mich nicht fortlaufend treffen kann oder als Konter eben setzen kann. Wieder der Jab getroffen. Ja, ich dränge ihn schön zurück. Er weiß, er merkt, er kommt nicht richtig an mich ran. Schön die Doppeldeckung zugemacht und jetzt kommt der Konter. Und gleich hinterher. Da muss man dann gleich agieren im Sparring. Auch im Sparring. Sowohl im Sparring als auch im Wettkampf. Hier auf die Deckung und gleich der Konter. Ich block seine Hand hier einmal ab und konter direkt mit dem Jab rein. Und dann hinterher und gebe ihm keine Luft, keinen Raum. Und agiere gleich weiter. Gehe runter wieder in die Low Guard und habe die eine Hand immer am Kinn. Seht ihr das? Ich schütze mit der einen Hand immer mein Kinn. Jetzt fechte ich. Ich fechte mit ihm. Rein, raus und wieder weg. Hier. Verunsichert. Gut, ich hätte jetzt mit der linken Hand abschließen können. Auch ein Fehler von mir. Hab zu sehr gespielt. Hab zu lang gewartet. Da war er ein paar Mal offen. Aber ich habe ihn in der Ecke. Und dann habe ich unten, das ist natürlich totaler Blödsinn gewesen von mir, den Haken unten zu setzen, hätte ich oben die Gerade reinschlagen können. Ganz klar. Aber nur, dass ihr sehen könnt, schön in die Ecke gedrängt, auch mit der Führhand wieder. Head Movement wieder nach hinten gelehnt. Auch nicht ganz optimal gewesen von mir. Aber dann wieder in die Low Guard und ständig Fokus. Ständig Fokus. Ich gucke ihn immer auf die Brust. Nicht ins Gesicht, sondern auf die Brust schauen vom Gegner. Ganz, ganz wichtig. Deckung wieder zu und wieder schön mit dem Jab rein. Papp. Ja, ich block wieder seine Hand. Er trifft mich nicht. Und gehe wieder raus. Also das ist so eine Kunst bei dem Low Guard. Man ist oben relativ offen, trotzdem schützt man sich und hat die Verteidigung eben anhand von den Händen. Hier nochmal schön der Haken, auch schön ausgekontert. Ja, ich blocke hier mal wieder die Hand, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Oben eigentlich relativ offen, block trotzdem. Mein Fuß ist schon mal ja, bereitgestellt, um den Haken zu treffen. Hand ist unten, aber von unten ballere ich den Haken rein. Bam. Also Low Guard hat auch viel mit dem guten Auge zu tun, viel Bewegung und immer der Fokus, ganz, ganz wichtig. Hier wieder der Jab getroffen, nächster Abschnitt. Doppeldeckung wird zugemacht, wieder als Jab gekontert. Zwischenschlag, er will schlagen, ich schlage zwischen und treffe ihn. Hier gleich wieder weitergemacht, der Uppercut hat leider nicht getroffen. Oder, weiß ich gar nicht. Ah doch, leicht getroffen und dann mit einem Punch gleich hinterher. Und abgeschlossen wieder mit der Führhand, Luft verschafft, Raum verschafft, dann kann er nicht kontern. Es geht weiter, ich bin immer flexibel auf den Beinen.
schütze meinen Kopf, wenn es nötig ist. Ansonsten arbeite ich mit dem Head Movement, mit dem Footwork. Hier wieder der Jab, wieder das gleiche. Von unten, pap, schnell reingeschossen. Und weiter wieder Fokus, ihm keinen Raum lassen. Ganz, ganz wichtig. Blick wieder auf die Brust gerichtet von ihm. Die ganze Zeit konzentriert. Und sehr schöne Kombination. Das wollen wir nochmal schauen hier. Einmal der Haken und der Punch abgeschlossen. Bam. Danach wieder konzentriert. Und jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Ja, ich bin hier komplett offen. Da hätte er nur einen Haken reinsetzen müssen. Ich schlag vorbei. Er hätte mit der rechten Hand einen Haken setzen müssen und hätte mich sehr gut getroffen. Ich gehe danach gleich in die Doppeldeckung, weil ich meinen Fehler gemerkt habe. Aber da seht ihr das. Das kann auch schnell mal passieren, vor allem wenn man Low Guard kämpft. Hier wieder mit dem Jab gekontert. Uppercut versucht. Immer schön die Führhand. Ihr merkt es. Die Führhand lasse ich richtig laufen. Gut, sein Kopfschutz hier. Natürlich wieder Shake Hands. Respekt vom Gegner. Fair Play. Und dann geht's weiter. Wieder die Führhand. Immer wieder im Ziel. Merkt, ich spiele immer schön vorne. Immer mit der rechten. In meinem Fall die rechte. Bei den anderen, bei der Normalauslage. Mit der linken natürlich. Hier wieder Jab Punch. Immer die gleiche Taktik. Immer das gleiche Schema. Wieder der Jab, wieder hinterher, ihm keinen Raum lassen. Ich bin immer flexibel auf den Beinen, ihr merkt das. Wenn er mal eine Salbe schlagen sollte, mache ich die Doppeldeckung zu. Ja, und das war's. So Leute, das war die Boxanalyse von mir. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, um euch das zu veranschaulichen, wie man in so einem Boxsparring sehr gut dominieren kann. Vor allem mit der Führhand, habt ihr gesehen, habe ich viel gearbeitet. Für den einen oder anderen war es vielleicht auch interessant, mal die Low-Guard-Stilrichtung zu sehen von mir. Also eben diese eine Hand unten, wie man da so kämpfen kann. Muss natürlich ein bisschen differenzieren, Kickboxen und Boxen. Da spielt sehr vieles eine Rolle, gerade Head-Movement, Footwork und so weiter. Habt ihr alles gesehen im Boxsparring? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man könnte eigentlich schon als 100K-Special durchgehen lassen, so viel Arbeit, wie ich da reingesteckt habe. Aber ich glaube, ich lasse mir da noch was anderes für euch einfallen. Mal schauen. Zurzeit habe ich sehr, sehr viele Termine mit Fernsehen, mit Training. Mein nächster Fight steht ja an am 9.9. Kommt wieder live in Sat.1. Wird in München sein. Ein sehr, sehr starker Gegner diesmal. Seid auf jeden Fall gespannt. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Und Leute, nicht vergessen, mein Buch Kämpfer mit Herz bestellt es euch auf Amazon erhältlich. Merch hier, dieses schöne T-Shirt gibt es auch. Es wird bald viel mehr geben. Was haltet ihr eigentlich von einem T-Shirt mit K.O.-Maschine? Wenn es euch gefällt, Hashtag K.O.-Maschine, dann bringen wir so ein T-Shirt auch raus von Team Smolik. Wie gesagt, ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos, Snapchat, Instagram, Facebook unten verlinkt. Haut rein!